Hallo, ich bin Ilja Richter und spreche den quirligen Timon im König der Löwen. Ich bin Rainer Basedow und spreche Pumba. Wie ihr bestimmt wisst, helfen Timon und Pumba dem kleinen Löwen Simba, als es dem so richtig schlecht geht. Hast du was ausgefressen, Kleiner? Unmöglich, er steht ja ganz oben in der Nahrungskette. In der Nahrungskette! Und wisst ihr wie? Sie werden ganz dicke Freunde. Und hier sind für euch die goldenen Regeln für richtige Hakuna Matata-Freunde. Bravo. Grazie. Regel Nummer 1. Ein guter Freund nimmt es dir nicht übel, wenn du mal ein wenig anders riechst als eine kleine duftende Rose. Pumba, doch nicht vor den Kindern. Oh, Entschuldigung. Regel Nummer 2. Seinen besten Freund sollte man nicht essen. Schleimig, jedoch vitaminreich. Ekelhaft. Regel Nummer 3. Für seinen besten Freund sollte man immer ein Ablenkungsmanöver auf Lager haben. Wir versinken, hier ein Schinken, mit dem Großschwein, alle wollen Schweine sein. Oi! Und die letzte Regel lautet, ob klein oder groß, ob dick oder dünn, wahre Freundschaft kennt keine Gegensätze. Hakuna Matata, diesen Spruch sag ich gern. Mehr über wahre Freundschaft wissen wollt, ja, dann seht euch doch einfach Der König der Löwen an. Ab jetzt auf DVD, Blu-ray und endlich wieder im Kino. Philosophie, Hakuna Matata.